Willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar hier mit der Bastelgaragen-Bandsäge. Und da gibt es etwas dran zu verbessern, und zwar an der Absaugung. Ich zeige euch mal, warum. Trotz Absaugung fliegt doch noch immer jede Menge Staub, Dreck hier auf dem Tisch herum. Und das möchte ich ändern. In meinem Fall habe ich hier von der Firma Scheppach die Basa 1, dürfte aber eigentlich auch mit jeder anderen Bandsäge funktionieren. Hierzu gibt es übrigens auch ein Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Da seid ihr. Und zwar hat diese Bandsäge hier auf der Rückseite hier unten die Absaugung drin. Also das ist ein 100er Rohr. Und da gibt es noch eine Verjüngung für, das heißt also in dieses Teil, das läuft hier konisch zuspitz, das hat hier außen glaube ich 40 und innen drin 38 mm. Und ich habe mir jetzt hier so eine Konstruktion gemacht, das ist mit dem Absaugschlauch, den ich habe, das kommt dann hier rein und wird abgesaugt. So, jetzt wird das natürlich hier unten abgesaugt und ich möchte es aber gerne hier unten drunter abgesaugt haben, an dieser Stelle hier. Zeige ich das mal von unten drunter. Hier möchte ich etwas haben, was die ganze Sache absaugt. Und zwar in Verbindung mit der Absaugung, die hier unten drunter ist. Dazu habe ich mir jetzt dieses Konstrukt gebaut. Das sind 40 mm Durchmesser, sogenannte HT-Rohre. Und zwar ist das einmal ein... Ich baue es mal auseinander. Das ist dieser mit dem 45-Grad-Winkel. Dann habe ich hier zwei 45-Grad-Winkel und insgesamt dreimal 30 Grad. Wobei das letzte Teil, das letzte 30-Grad-Winkelteil, da habe ich oben diese Wulst abgeschnitten, damit das hier oben direkt reinpasst. Ich zeige es euch mal. Und zwar möchte ich, dass das T-Stück hier, dieses dickere Teil hier, möglichst hier an dem Durchgang, da kann man das da hinten sehen, der ist unten rechts angeordnet, dass das möglichst mit dem übereinstimmt. Dafür möchte ich mir hier jetzt eine Holzscheibe reinmachen, die dann passend für diesen Abzweig ist. Und zwar soll das hier oben, wo hier das Sägeblatt ist, da soll diese Absaugung direkt bis an das Sägeblatt dran gehen. Natürlich kann ich leider hier wegen diesem Schutz und den einzelnen Rädern, was hier unten drin ist, nicht nach oben tatsächlich hier reingehen. Das würde ich eigentlich lieber machen, aber das geht leider nicht. Deshalb muss ich ein paar Millimeter davon wegbleiben. Das Absaugrohr hat außen einen Durchmesser von 100 mm und hier von 96 mm müssten das ungefähr sein. Messe ich jetzt gleich mit der Schieblehre nach und dann schneiden wir hier erstmal eine Platte rein. Ich habe mir jetzt hier eine 15 mm dicke Siebdruckplatte hingelegt und zwar, weil die ist auf der einen Seite schön glatt und das möchte ich nach innen haben in dieser Absaugung, damit sich da nicht so viel Staub dran festsetzt. Und erstmal schneide ich oder bohre ich vielmehr mit dem Kreisschneider hier dieses fast 100 mm Loch rein. Das sieht doch schon mal schön rund aus. Und jetzt kommt natürlich hier meine Konstruktion. Das soll ja später hier reingehen. Also muss ich mir hier ein 40 mm Loch reinsetzen, um das Teil zu versenken. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass das 40 mm Loch genau dieses Loch mit einschließt, damit dann nicht später Seitenluft reingezogen wird. Also bohren wir hier mal ein 40 mm Loch rein. Ich habe mir jetzt ein solches 40 mm Stück PVC oder HT-Rohr besser gesagt zurechtgeschnitten und drücke das jetzt einfach mal in den Ausschnitt. Ja, prima. Jetzt habe ich mir hier
an einer der schmelzenden Stellen ein Loch reingebohrt mit einer Vertiefung. Und zwar mache ich da eine Senkschraube rein. Und der Kopf soll natürlich hier versenkt werden. Das ist jetzt schön glatt. Und auf der Innenseite kommt die Schraube gerade mal, oh, ich denke mal, das sind 2 mm raus. Das feile ich mir jetzt ab. Das Ganze hat den Sinn, dass wenn ich später das Teil hier drauf schiebe und das irgendwann mal wieder abziehen muss, dass mir das hier nicht komplett rausrutscht. Mit Kleben habe ich da so meine Bedenken, aber ich denke, mit der Schraube, das ist gut, da kann man das hier drauf machen. Und da ist die Schraube dann auch schon weg. Das bietet also keinen Widerstand, damit da irgendwelcher Staub dran festkleben kann. Stecken wir das Ganze mal probeweise hier rein. Ah, prima. Und da passt dann auch hier mein 40 mm Anschluss drauf. Das Ganze ist schön stramm drin, also das müsste eigentlich dicht sein. So, klemmen wir das mal hier oben rein. Das ist auch hier wegen dieser Verdickung hier. Kann das nicht näher ran. Hier oben ist ja die Führung von dem Bandsägenblatt. Und damit das nicht blockiert ist, kommt das auch gar nicht da dran. Also der Abstand passt hier ganz genau. Das ist super, das klemmt sich fest. Allerdings muss ich mir jetzt noch etwas überlegen. Das Ganze durch die Vibration wird das natürlich im Laufe der Zeit immer wieder hier rausrutschen. Und da habe ich mir schon was ganz Tolles für überlegt. Und zwar möchte ich das folgendermaßen machen. Das ist jetzt 10 mm Holz, auch 100 mm mal 50 mm. Und hier noch ein zweites Stück, das ist ein bisschen kürzer. Das hat nur 90 mm, sind aber Reststücke. Und zwar möchte ich das gerne hier dran machen. Und hier dann die Durchführung für dieses Plastikteil hier. Wie wir das festbekommen, ohne die ganze Geschichte anzubohren, kommt natürlich gleich. Ich habe mir das Brettchen jetzt hier eingeklemmt und werde mal da dieses 40 mm Loch reinbohren. Hier habe ich das jetzt angebracht. Dieses Holz soll jetzt ja hier hin. Und hier auf der Rückseite, da soll jetzt hier dieses Holz noch drum, um hier eine Eckverbindung herzustellen. Bevor ich das aber jetzt festmache, dieses Brett hier, das hier, das möchte ich hier einschneiden, damit das Brett da etwas besser Halt hat. Also das heißt, hier eine Nut reinmachen, so schräg wie das ist. Zeichne ich mir das mal direkt an und dann fräsen wir uns das raus oder schneiden es uns raus, muss ich mal sehen. Ich habe mir jetzt das Maß hier auf die andere Seite übertragen und kann anhand von der geraden Linie hier meines Einlegebrettes das anlegen, habe das festgeklemmt, mit dem Winkel richtig eingestellt und da schneide ich jetzt 4 mm tief eine Vertiefung rein. Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Wie kriege ich dieses Holz jetzt hier an der Maschine fest, ohne dass ich da Löcher reinbohren muss? Eigentlich ganz einfach. Ich habe hier Magnete. Die haben einen Durchmesser von 10 mm und jedes einzelne ist 3 mm dick. Da bohre ich mir jetzt hier auf der Rückseite. Ich habe mir hier angezeichnet, wo das Seitenteil da so dran kommt, die Ecke. Und da bohre ich mir jetzt mit einem 10 mm Forstnerbohrer, ich denke mal 4 oder 5 Löcher rein und klebe dann diese Magnete da rein. Dann müssen wir jetzt noch hier dieses Eckteil drauf leimen.
Und wir schnell das Teil hier auseinander. Und das leimen wir jetzt auch hier in diese Kante rein. Und das lassen wir jetzt schön ein bisschen trocknen. Dann habe ich jetzt hier das nach dem Trocknen, so sieht das ganze Teil fix und fertig aus. Mit den Magneten hält das einfach ganz prima da dran. Das werden wir jetzt hier durchschieben. Und schon hält die ganze Geschichte. Bevor wir jetzt den ersten Schnitt machen, und zwar habe ich hier noch eine Verbesserung direkt am Anfang dran gemacht. Und zwar habe ich mir hier ein Stück abgeschnitten und habe das, ich zeige es euch mal gerade, warm gemacht und dann hier vorne so zugepresst. Könnt ihr euch mal gerade hier anschauen. Und das kommt dann jetzt hier rein. Das ist, dadurch kommt das näher hier an das Sägeblatt dran. Dadurch war es allerdings nötig, hier unten das Brett, das war das alte Brett, das hier ist jetzt gut ja, 1,5 oder 2 Zentimeter länger. Das war dann einfach, das hier war zu kurz. Ich muss ein Stück da weggehen, damit ich oben besser dran komme. Das mache ich jetzt noch fest und dann machen wir gleich den ersten Probeschnitt. Gehen wir mal zum Testen über. Also selbes Brett wie vorher. Hier habe ich alles eingerichtet und zwar hier unten, da könnt ihr mal gucken, sieht das so aus. So ist jetzt diese Art Verrohrung und das schneiden wir jetzt mal. So, das funktioniert jetzt erst schon mal. Ich denke, da ist noch Potenzial drin, dass man unten vielleicht doch noch etwas anderes bauen kann. Vielleicht will der ein oder andere das von euch ja einmal nachbauen und berichtet mir dann von seinen Erfahrungen. Würde mich jedenfalls unheimlich freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreibt. Und ansonsten bleibt mir im Moment nichts anderes übrig, als zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Es war schön, dass ihr dabei wart. Habt Dank für alles. Bis dann. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.